Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Prozess um das Gletscherbahnunglück im österreichischen Kaprun hat das Landgericht in Salzburg die 16 Angeklagten freigesprochen. Die Belastungsmomente gegen Betreibergesellschaft, Aufsichtsbehörden sowie Herstellerfirmen hätten sich nicht erhärtet, so der zuständige Richter. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Bei der Brandkatastrophe waren im November 2000 insgesamt 155 Menschen ums Leben gekommen. Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, so Richter Manfred Zeiss, die zur Brandkatastrophe geführt hat. So hatten es auch die Gutachter gesehen. Niemand trage persönlich Schuld an dem Unglück, sagte der Richter. Sein Urteil deshalb Freispruch für die Angeklagten. Die Angehörigen reagierten darauf betroffen. Es gab Pfiffe im Gerichtssaal. Sie können es nicht verstehen, dass keiner für den Tod der 155 Menschen verantwortlich sein soll. Soeben sind alle Angeklagten freigesprochen worden. Wo bleibt da die Justiz? Wo ist da die Gerechtigkeit? Österreich, leb wohl! Rückblick. Am Morgen des 11. November 2000 fahren zahlreiche Skifahrer aus verschiedenen Ländern mit einem Zug der Gletscherbahn auf das Kitzsteinhorn. Ein Waggon gerät in Brand, schnell breitet sich das Feuer aus. Nur 12 Menschen können sich aus dem Tunnel retten. Selbst in der Bergstation gibt es Tote durch die Rauchentwicklung. Ursache des Feuers? Ein Produktionsfehler in einem Heizlüfter, der aber, so die Gutachter, nicht zu erkennen gewesen war. Es wurden die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wirklich eindeutig widerlegt. Sie haben sich als unhaltbar herausgestellt. Und so gesehen ist das auch kein Freispruch im Zweifel, sondern ein eindeutiger, klarer Freispruch ohne Wenn und Aber. Die Angehörigen der Opfer wurden vom Richter auf den Weg der Zivilrechtsklage verwiesen. Sie wollen jetzt auch über amerikanische Gerichte versuchen, ihre Schadensersatzforderungen durchzusetzen und haben sich dabei der Hilfe des US-Anwalts Ed Fagan versichert. Keiner ist schuld, aber trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl zurück. Offensichtlich aus diesem Grund plant das Justizministerium in Wien eine Gesetzesänderung. Der Richter hatte heute darauf hingewiesen, dass nach hiesigem Recht zwar Menschen, aber keine Firmen schuldig gesprochen werden können. Und genau das soll jetzt geändert werden.